damit herkommen wir hier zurück zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019. Wir holen jetzt unser Haferzeug hier ab. Es ist wirklich überhaupt nicht viel, was Hafer bringt. Ich glaube, wir werden uns jetzt auch ein bisschen auf Raps versetzen und das soll ich aber einlagern für... oh, ich sehe gerade, hier wächst das Unkraut durch. Das heißt, wir bräuchten eigentlich einen Striegel irgendwann mal. Scheiß. Weil so kriegen wir auch weniger Ernte draus. Wenn Unkraut mit drin ist. So. Wir stellen den hier zur Seite. Denn ich habe mir nämlich was gekauft. Das, was ich letzten Part ein bisschen angedeutet habe. Hier kurz, genau, Unkraut 89, 100. Also hier ist zwischendurch überall Unkraut drin und das ist richtig schlecht für unsere Ernte. Wir können jetzt aber uns keinen Striegel leisten. Es gibt natürlich auch Unkrautvernichter. Warum es eigentlich Striegel gibt, wenn es einen Unkrautvernichter gibt, ist so die Frage, die ich mich nämlich frage. Ich wüsste, wo ist denn der Striegel? Tiefenlager, was macht man mit dem? Alter, nicht zum Flug kann man fällt für die nächste Form. Das ist einfach eine Alternative. Die glaube ich aber auch beliebt. Was ist das? What? Das sind ja wieder Maschinen, ja. What? Die haben wir ja noch gar nicht gesehen. Wo ist denn die Striegel? Wenn der Schwan. Hier, Striegel. Mit dem Striegel Unkraut. Mit jungen Getreidepflanzen verbesserten. Achso, kann nur beim ersten. Okay, das ist natürlich der Unterschied. Aber wir werden den erstmal nicht hier brauchen. Denn wir fahren jetzt gemeinsam, fahren wir jetzt kurz zum Händler. Denn da wartet eine kleine Maschine auf uns, die uns, glaube ich, unser ganzes Leben verändern wird. Wow. Ich hoffe es mal. Nein. Ja. Geschafft. Arschloch. So. Oh, man sieht ja gar nichts mehr. Boah, ist das mies. Komm, überhol mich. Ey, ich sehe wirklich gar nichts. Komm, überhol mich. Wie schnell fährst du? 30? Was bist du für einer? Also ich habe wirklich gar nichts gesehen. Da steht unsere neue Maschine. Ein Ladeball, Ladeanhänger. Genau, ein Ladeball, Ladeanhänger. Genau, von welcher Firma war das nochmal? Was ist das genau? Das ist ein Strautmann, genau. Mit dem würde ich nämlich gerne unser Heu aufsammeln. Und das dann später verkaufen. Weil ich mir denke, das ist so eine kleine Gewinneinnahme, die uns eigentlich an sich nichts einbringt. So, ich hatte den Markt mal kurz reingehauen. Wir gucken nochmal. Und zwar 78 bei der Scheune. Ich weiß noch nicht mal, wo die Scheune ist. Oh! Kotzt mich an. Der kostet mich Tausende von Dollar, Euro. Genau, 78 bei der Scheune. Ich weiß noch nicht mal, wo die Scheune ist. Hier unten. So, ach gut, es ist um die Ecke. Also kaum Spritkosten. So,
So, 78. Hier passen, glaube ich, 20.000 waren es rein. Ja. 23.000, genau. Reden wir mal von 20.000, das wären dann sie 7 mal 2. Das wären gerade mal ein paar Tausender, oder? 14.400, wenn ich jetzt nicht verrechne. Und das muss ich auch hier selber machen. Also hier gibt es dann keine Hilfe dazu. Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Ja. Ölstrom. Nehmen wir jetzt so schnell Stroh mit auf. Mit der Hoffnung, dass der Helfer jetzt durchfährt. Und ihr seht, das ist eigentlich, das geht ziemlich schnell voll. Also allein an einer Spur verdiene ich ja schon. Das ist eigentlich geil. Und klar, wie gesagt, ich das Geld hier reingearbeitet habe, das ist Ewigkeiten. Aber dafür, dass ich eigentlich das als Nebenprodukt hier produziere, ist es doch sehr rentabel. Meine Meinung jetzt her. Weil ich fahre viermal hoch und runter und das Ding ist voll. Es ist, wie gesagt, auch eine kleine Maschine. Also wenn wir uns mal kurz nebenbei nochmal kurz reingehen. Ladewagen, der größte hat ein Fahrzeugsvolumen von 56.000. Und wir haben 23.000, 34 ist der nächste. Ist aber scheiße, wir haben keine 120 PS, soweit ich es weiß. Was ist der Flug? So, ich hatte gerade Angst, was ist das? Wir haben, oh doch, wir haben 150 PS, aber ich glaube mal eher nicht, dass wenn er voll ist, dass wir doch großartig vom Fleck kommen. Außerdem ist er doppelt so teuer, also doppelt. Ja, also fast doppelt so teuer. Für 10.000 plus. Das ist ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Jeder hat seine andere Meinung. Der eine fährt vielleicht lieber als ladet, zu laden. Bin ich eigentlich auch so der Kunde. Aber das ist eigentlich, das ist so was ganz Entspanntes hier. Das mache ich noch gerne. Das hat noch so, das hat wirklich was Entspanntes. Ein bisschen hoch und runter zu fahren, das geht ja. Ach, das macht schon, macht mir schon nicht aus hier. So. Sind wir ja gleich voll. Dann gucken wir mal, was uns ein Anhängerchen einbringt. Also, was war das jetzt? Zweimal hoch und zweimal runter. Also, theoretisch. Also hier fährt man doch schon ein bisschen. Das ist dann doch ein bisschen nervig. Ja, gut, ich hab den Sinn erkannt. So, bin voll. Das heißt, bald das aus, das hier. B, genau. F. Und reinsetzen. Dann gucken wir mal, was es eigentlich für Geld gibt. Wie gesagt, bringt nichts. Aber wir haben eigentlich den kürzesten Weg. Wir haben kaum Kosten dadurch. Kaum Spritkosten. Also die Spritkosten sind locker reingehauen. Sind locker drin. Ist vielleicht ein bisschen mies, dass wir jetzt eben sehr viel hin und her fahren müssen und eben jetzt keinen Helfer großartig nebenbei einstellen können. Mit Grubern. Grubern bzw. Seen. Weil ich ja natürlich einen Weg habe zu fahren. Wenn ich das mit dem Feld machen würde, 25 wäre noch praktischer. Oder eben einen schnellen Trigger. Wäre noch besser.
Aber pff, ja, ich sag mal nicht dazu. Dazu sage ich nichts, weil was soll ich denn dazu sagen? Warum blinkt der? Hat er gesoffen? Da habe ich gesoffen. Helfer F hat fast einen vollen Tank. Gut, da müssen wir mal gucken, welchen Helfer es handelt. Wir fahren, wir können eigentlich auch alles fast irgendwo abladen. Und einfach dann nochmal reinfahren. Hm, geht das? Wahrscheinlich nicht, aber... So, schnell mal abladen. Dann gucken wir mal, ich sag jetzt mal, es gibt vielleicht 2000 oder maximal. Also man sieht schon, es ist eigentlich 0815 Produkt, aber dadurch, dass es ein Nebenprodukt ist, 1800, naja, gut geschätzt, ist es doch schon gute Sache, kann man das so sagen? Ich glaube nicht, aber so, wir gucken mal, welcher Helfer hat denn jetzt bald einen vollen Tank? Der hier. Was mit dem anderen? Der steht. Der kostet mich nur Geld hier. So, Helfer. Den brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Den brauche ich gerade nicht, weil wir zuerst abladen möchten. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Part schon wieder? Auch wieder nicht viel passiert. Ja, doch, wir haben Ladewagen gekauft. Wir haben einen kleinen Ladewagen gekauft. Und ich weiß auch, dass ich kein Dings mehr machen, kein Hafer. Wir mal kurz anhalten hier. Ist gleich voll und ich möchte nicht die ganze Zeit nebenan fahren. Das ist zu schade um das Hafer. Auch wenn es nichts bringt, aber so. Oh. Ach, falsches Bild. Stimmt. Hier drüben ein. Oh. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, sagt er meiner Wort. Kann ich abladen? Juhu, das geht. Gut, bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.